folgen. Also bitte leise sein. Und jetzt, ich bin sehr erfreut, Professor Rachel Grinstedt, Eileen Kennislam und Rebecca Offerdorf von Privacy Security Automation Lab von Drexel Universität zu vorstellen. Sie sind daran gewöhnt, bei Kongressen zu sprechen, also bitte eine warme Applausrunde und let's go. It would be absolutely wonderful if we could. Es wäre super, wenn wir die Präsentation starten. Vielen Dank. Okay, das ist viel besser. Hallo, ich bin Rachel Grinstedt, ich bin Professor der Universität Drexel und Private Security Animation Lab. Das ist meine Studentin, Aili Kaliskan-Islam, Rebecca Overdorf. Die werden sprechen später. Wir werden darüber sprechen heute, über die Attribution von, die Zuweisung von Autorschaft in Source Code und Social Medien. Das Erste, wir werden darüber sprechen, über Stilometrie. Das ist, wie wir diesen Prozess machen in meinem Lab. Also die Idee dahinter ist, dass jede Mensch Sprechweise und Schreibweise ist unique. Jede von uns, obwohl wir dieselbe Sprache sprechen, wir haben eine individuelle Art zu sprechen. Zum Beispiel in Englisch, es gibt Unterschiede, wo Leute sagen für eine Couch, manche sagen ein Sofa in Englisch. Aber es gibt auch Wörter, die dasselbe bedeuten, aber das sind andere Wörter. Zum Beispiel in Englisch, jedoch und doch. Es gibt beim Schreiben Unterschiede, die Leute schreiben die Dinge anders. Und es gibt einfach verschiedene Arten, dasselbe Idee auszudrücken. Die Leute sagen können, der Gabel ist links vom Teller oder der Gabel steht links vom Teller. Und das sind Besonderheiten. Das ist, was wir, das ist eine große Arbeit, die wir in meinem Labor machen. Wir sind von der Drexel University. Wir haben ungefähr 10 Studenten, die hier ihren Abschluss machen. Wir konzentrieren uns darauf, wie Menschen Entscheidungen treffen über Sicherheit, Privacy und Vertrauen in Maschinen. Wir sind vor allem daran interessiert, wie wir. Okay, das, was wir CCC, darüber sprechen werden. In der Vergangenheit, Mike Renin hat darüber gesprochen, wie die Autorschaft Erkennung can be erreicht, can be getrickst. Und Ali und Sally haben vor 2 Jahren darüber gesprochen, wie Stilometrie angewandt werden kann. Wir werden über Source Code sprechen. Die Leute fragen uns immer, ja, was ist mit Source Code, was ist mit Tweets? Okay, wir werden diese Frage versuchen zu beantworten in diesem Vortrag. Im Lab machen wir viele Sachen wie Sozialnetzwerk, Analysis, Community, Textanalysis und wir studieren Sicherheit. Okay, in Privacy Lab. Okay, was ist der Zusammenspiel zwischen Privacy und Stilometrie? Es gibt sehr gute Technik, um die Privacy von Standort. Ihr kennt alle Tor, mein T-Shirt, Mixes und solche Sachen. Es gibt andere Technik, um die IP-Adressen zu verstecken im Internet. Aber in manchen Fällen, wenn du dich ausdruckst im Texten, es ist vielleicht nicht genug. Und das ist, wo Stilometrie kommt im Spiel. Stilometrie kann Autor identifizieren, basiert an ihrem Schreiben. Und es ist sehr wichtig, weil es ist eine Bedrohung für Leute, die Whistleblower sind, die Korruption aufdecken und die einen Account benutzen. Es ist also wichtig für normale Leute, die wollen ihre Meinung ausdrücken oder die wollen Code schreiben, die wollen sie online teilen, ohne dass sie wollen, dass diese Sachen, die sie geschrieben haben, sie für immer verfolgen in ihrem Leben. Also lass uns zurück ein kurzes Tutorial und wie funktioniert das? Es funktioniert eigentlich so, dass die Methoden, die man heute verwendet, verwenden Machine Learning. Die Autoren davon sind McCarthy und Ernest Hemingway. McCarthy und Hemingway haben sehr unterschiedliche Schreibstile.
wie man hier sehen kann. Zitat von Herrn Ernest Hemingway über Aufstehen am Morgen. Natürlich, wie kannst du die Unterschiede zwischen diese beiden Leute sagen? Also bei wir schauen den Text, die wir extrahieren Merkmale. Die Merkmale, die wir benutzen zum Beispiel, sind die Häufigkeit von Funktionswörtern. Funktionswörter, das sind Wörter, die Füllwörter, die nicht unbedingt was bedeuten. Und wir schauen die Häufigkeit von Punktuation, die sagt uns etwas über die Struktur. Wir benutzen auch viel mehr Merkmale. Aber wir füttern diese in eine Maschine, in ein Model. Und diese Maschine... In einem guten Modell heißt, hat man ca. 4.500 bis 7.500 Daten mit ca. die ungefähr 1.000 Eigenschaften haben, damit man sie besser unterscheiden kann. Zum, wie gerade eben genannt, zum Beispiel Punkte und Kommas. Oh, es tut mir leid. Ist es besser? Ich hoffe, dass der Stream funktioniert. Tut mir leid darüber. Okay. So, um eigentlich dieses zu benutzen, sagen wir, wir haben einfach ein unbekanntes Dokument, unser Testdokument. Erinnert euch die Sachen, die wir da zitiert den Text. Wir wissen nicht, ob Ernest Hemingway oder McCarthy das geschrieben hat. Also wir extrahieren 500 Merkmale von diesem Dokument. Das ist ein sehr kurzer Text. Für gute Ergebnisse, wir brauchen mindestens 500 Wörter. Und wir fragen dem Modell, wer hat das geschrieben? Und er sagt uns, es ist Cormac McCarthy. Und das ist die Wahrheit, das ist korrekt. Also allgemein diese Methoden, die Stylometrie-Methoden sind sehr gut, besonders wenn du die, wenn du ungefähr 100 Autoren hast. Das sind ungefähr die möglichen Suspekte, die du hast. Es gibt eine Erfolgsrate von über 90% Genauigkeit. Diese Methode können bis skaliert. Es gibt Experimente mit 10.000 Autoren, mit 100.000 Autoren, sogar in diesen Fällen. Es ist viel, viel besser wie random, wie randomisierte Zufall. Also du kannst zumindest die Suspekte für den Text zu einer kleineren Anzahl reduzieren. Also früher als CCC, die Fragen, die wir in meinem Lab haben, ist, wie stark sind diese Techniken, wenn die Leute die benutzen, Personen? Die Leute allgemein, die können die Effizienz dieser Techniken reduzieren, indem sie ihren Schreibstil verändern. Wir haben Leute gefragt, dass sie einen Autor imitieren. Also ich würde nicht sagen, dass es ausreicht, um dein Schreiben zu verstecken. Du musst das verifizieren. Es gibt Tools in unserem Lab. JStylo ist ein Autorschaftsanalysentool. Und ein anderer, Anonymous, das ist Work in Progress, das ist noch nicht fertig. Diese sind zur Verfügung an unserer GitHub-Page. Da hätten wir gerne eure Meinung, eure Kommentare. Und wir haben uns angeschaut, was es in Untergrundforen denn so alles gibt. Das hier ist ein Auszug aus einem aus dem Forum, wo Kreditkartendaten ausgetauscht werden. Um die Arbeit zu machen, mussten wir unser Programm auf Deutsch ausweiten. Also unser Programm funktioniert sogar in Deutsch. Wir haben hier, das sind hier die Eigenschaften. Wir haben die Punkte gezählt, spezielle Zeichen und spezielle Wörter und spezielle Spracheigenschaften. Die Frage ist in meiner Ecke, ob das nur eine akademische Frage ist oder ob Leute das Ganze wirklich in der echten Welt nutzen, um Leute darüber zu identifizieren. Und die Antwort darauf ist ja. Also in einer sensationeller Fall. J.K. Rowling wurde entdeckt als der Autor vom Bestselling-Krimi Robert Galbraith. Und die Analysis wurde gemacht mit Stylometrie, eine Stylometrie-Firma. Die haben Tools benutzt, die in unserer Analysis-Palette sind. Und wir haben anonyme Typs über Twitter bekommen. Und es exponierte J.K. Rowling als der Autor von diesem Buch.
Unsere Doppelgänger-Findercode, die wir entworfen haben, um die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Accounts von derselben Mensch sind, ist benutzt bei dem FBI. Wir haben es auf GitHub gelegt und der FBI hat gesagt, die fanden es nützlich. Wir wissen nicht genau, wozu sie das benutzen. Es gibt viele Experten, Zeugen um die Welt. Ich weiß, in den USA gesetzt, es gibt die Van Wyck Opinion, das sagt, wie kann es benutzt werden, wie kann es eingesetzt werden. Also, was ist über das, das, was wir gemacht haben, um euch so einen Überblick zu geben, was Stilometrie macht und wie es funktioniert. Heute wollen wir aber darüber reden, heute wollen wir zwei über sehr interessante Fälle reden. Der erste Fall wäre, was ist, wenn du ein Twitter-Feed hast, das unbekannt ist? Du hast vielleicht nicht ein Twitter-Feed für diese Person, aber die Antwort ist ja. Wenn du ein Twitter-Feed für dieses Suspekt hast und du solltest es stattdessen benutzen, aber wir haben immer diese Frage darüber, was ist mit Source Code? Kannst du entdecken, ob jemand diese Source Code geschrieben hat von dem Stil? Ja, die Antwort ist ja, wir können das auch tun. Und insbesondere, wenn es obfuscated Code ist. Ich werde Eileen jetzt das Wort weitergeben. Hallo zusammen, ich bin Eileen. Also jetzt, wir schauen uns Code Stylometry. Wir wollen herausfinden, wer hat diese anonyme Code geschrieben, indem wir den Coding-Stil lesen. Und es gibt zwei Gemeinschaftsszenarien, die wir anschauen über die Autorschaft. Der erste ist, Alice Computer wurde infiziert. Sie hat ein bisschen Source Code von dem Malware. Und Bob hat eine Sammlung von Malware, von denen er die Autoren weiß. Also Bob kann seine Sammlung von Malware schauen, um zu identifizieren, wer der Gegner von Alice war. Der zweite Szenario ist Plagiarism. Plagiat. Alice hat eine Extension zu seinem Programm und ihr Prof Bob hat gesagt, die ganze Paper von alle anderen und in diesem Fall reden wir darüber, dass wir die Sicherheit von Autofeststellungen im Code viel besser feststellen können. Aber in den meisten, also in diesem Fall kann das aber auch benutzt werden, um die Privatsphäre zu verletzen. Zum Beispiel, dieser Iraner Autor wurde zu Tode verurteilt, weil er wurde identifiziert als der Programmierer einer Pornseite von der iranischen Regierung. Und der wurde in Einzelhaft ohne legale Gründe gehalten. Seine Familie hat gesagt, er ist auch ein kanadischer. Er wusste nicht, dass diese Pornseite als Fotos hochgeladen. Wenn er wusste, dass es benutzt wurde von einer Pornseite, er hätte nie seinen Namen drauf gemacht, weil es ist illegal in Iran. Aber danach hat er gesagt, unter Druck hat er gesagt, er bedauert seine Aktivitäten und jetzt seine Todesurteil ist zurückgenommen. Wenn wir schauen, die Zuweisung von Autorschaft, es gibt vier experimentelle Settings. Es gibt Software Forensics mit einem. Es ist eine. Wir wissen nicht, dass. Okay, die normalen Fälle von Authorship-Zuweisung, die wir die Stylometrie-Plagiat-Entdeckung nennen können, wir kennen die Set von Suspect. Also, das ist eine geschlossene Gruppe von möglichen Suspekten. Wir können auch das anwenden und Copyright Disputen. Es ist ein Zwei-Fälle-Problem. Es ist einfach ein geschlossenes Problem, weil wir beide Seiten der Disput kennen. Bei Autorschaft-Verifikation ist diese Person, die sagt, wer das geschrieben hat, diese Source Code, haben Sie das wirklich geschrieben oder hat jemand anderes das geschrieben? Und das ist eine Zwei-Klasse, eine Klasse-Formulation.
Es ist ein offenes Klassenproblem. Es ist, wurde entweder geschrieben von der Person, die das sagt, oder es wurde geschrieben von jemandem, der angeheuert hat. Und hier ist eine Tabelle von unseren Ergebnissen. Hier können Sie sehen, dass 250 Class-Autor-Tests, wir haben ein Ergebnis, eine Trefferquote von 95,3%. Das ist eine sehr, sehr hohe Genauigkeit verglichen mit früheren Werken. Und das zeigt, dass wir ein neues Prinzip, eine neue Methode haben, mit syntaktischen Features, um Source-Code-Stylometrie durchzuführen, die bis jetzt noch nicht in dieser Größenordnung gemacht wurde, in dieser Art und Weise. Also um zu verstehen, der Coding-Style, um zu verstehen, wir müssen Programmmerkmale schauen. Und zuerst schauen wir ein Stück Source-Code und wir schauen bestimmte lexikalische Sachen wie Variablen-Namen, Benutzen von C++-Schlüsselwörter, dann schauen wir andere Layout-Features, die Tabs, die Leerzeilen. Wir extrahieren dies vom Source-Code. Danach, wir präprozessieren der Source-Code und wir kriegen die abstrakte Syntax und die Struktur. Also das ist die Grammar von Code, die Grammatik. Und dafür benutzen wir ein Fuzzy Abstract Syntax Parser. Das wurde gegeben von einem Kollaborator, Gucci, die wir gestern vorgestellt haben. Also für diese Parser, es kann sogar unvollständiger Code verarbeiten. Dann bekommen wir einen Syntaxbaum und wir extrahieren Syntax-Features wie die abstrakte Syntax, Noctypes, Noctype für Häufigkeit. Eine sehr häufig vorkommende Subset mit Hunderte von Autoren und Tausende von Programmmerkmalen. Wir schauen hier diese ganzen Typen, das sind syntaktische Typen. Diese Merkmale sind die meist wichtigen Features, die am meisten Informationsinhalt haben. Die syntaktischen Features sind in der abstrakten Syntaxbaum, nicht die Zeithäufigkeit. Wir sind lexikale Features wie C++, Schlüsselwörter, TypeDef, andere Features, like die Anzahl der TypeDefs, die benutzt wurden. Und die Seite präsentiert, wie man das Ganze in verschiedenen Szenarios benutzen kann. Zuerst, um das zu benutzen können, brauchen wir einen Datensatz. Wir nehmen zum Beispiel Beiträge von Nutzern zu dem Google Code Jam. Google Code Jam ist ein jährlicher Wettbewerb, um Programme zu schreiben. 2008 bis 2014 und wir haben am Ende ein Dataset von mehr als 100.000 Benutzer und nachdem wir diese Source Code haben, wir präprozessen das mit dieser Fuzzy Part und dann extrahieren wir diese Lexika und Layout Features und dann wir klassifizieren das, um eine Random Forest, um Overfitting zu benutzen mit 300 Bäumen und diese Bäume, die dadurch machen wir die finale Klassifikation abhängig von unserem Test. Und ich möchte euch ein paar Statistiken über Google Code Jam Dataset geben. Wir haben gesehen, dass in 2014 Dataset, die wir benutzt haben als unser Hauptdataset, das war der größte mit C++, dass das durchschnittliche Code als 17 Lösungen gegeben. Und dieser Programmkontext, jeder implementiert dasselbe Problem oder dieselbe Funktionalität gleichzeitig und in eine begrenzte Zeit. Und dann entwickeln wir einen Machine Learning Test und wir trainieren die immer auf demselben Test und dann nehmen wir dieses Modell und testen es und lassen es in der echten Welt mit einem anderen Test laufen. Denn die Frage ist nicht, ob das im Training funktioniert, sondern in der echten Welt. Und auf der rechten Seite sehen wir, dass C++ die meistbenutzte Sprache war. Und jetzt würde ich gerne über ein paar Szenarien drüber gehen, wo wir das Ganze benutzen können. Das erste wäre zum Beispiel
Ich werde Beispiele geben, wenn ich über die Szenarien rede. Das erste wäre normale Autofeststellung, zum Beispiel über Bitcoin und den Autor davon, Satoshi. Wir haben den Quellcode davon, von den ersten Beiträgen auf Git, von dem Git-Repo. Und wir haben den Code, aber wir wissen nicht, wer der wirkliche Programmierer ist. Wir können unsere Daten jetzt darauf trainieren mit einem und wir können danach, nachdem wir diesen unsere Code getrennt haben, trainiert haben, wir können dann das Originaltext. Wir haben dafür 350 Autoren und wir haben 2000 anonyme Programmierer und dann haben wir trainiert und getestet. Wir haben eine 95% Genauigkeit. Das ist über 2000 Dateien und wir haben einen Suspekt. Falls du hattest einen Suspekt in diesem Dataset, in dieser Menge, dann würden wir den Bitcoin-Code benutzen, der initiale Code vom Test, und wir könnten in der Lage sein, herauszufinden, wer der Bitcoin-Contributor Satoshi ist. Sein könnte. Nicht, dass wir das machen wollen, aber es ist nur ein Beispiel. In dem zweiten Fall werden wir darüber reden, wie man das Ganze obfuscated, wie zum Beispiel Leute, die ihren Code obfuscieren, damit man ihn nicht mehr feststellen kann, wer der Autor war. Man kann zum Beispiel das machen, wenn man das Ganze, wenn man ein Programm von jemand anders klaut und das Ganze versucht zu stecken, oder wenn man Malware hat, was man irgendwie versucht zu verstecken, oder wenn man versucht, unerkannt zu bleiben, wenn man Code schreibt. Wir haben gesehen, dass Authorship Zuweisungstechniken sind nicht wirklich. Ich gebe ein Beispiel von Code-Unverständlichkeit machen, die wir machen. Das kann man kaufen. Es nennt sich Konix. Wir haben mit diesem Projekt nichts zu tun. Wir benutzen es, weil es war das billigste kommerzielle Lösung, die wir gefunden haben. Und ich benutze eins already. In diesem Beispiel haben wir gesehen, C++-Code, wie der verkenntlich gemacht wird. Wir sehen hier Sachen, die gehasht werden, die Variablennamen und alle Leerzeilen und Kommentare werden entfernt. Falls es Nummer gibt, die werden ersetzt mit einer Kombination von Hexadezimal, Binär und Dezimalnummer. Und falls es Charakter gibt, die werden ersetzt mit Hexadezimal Escapes. Und du kannst ersetzen, welche Settings du haben willst für deine Kombinationen. Und wir sehen hier, dass alles ist refactored, aber die Funktionalität und die Struktur des Programms bleibt dasselbe. Und solange die Struktur dieselbe ist, unsere Tests sind nicht affektiert von dieser Verkenntlichkeit. Als Ergebnis, das wir gesehen haben, wenn wir versuchten mit wir haben versucht mit 25 Autoren obfuscated Code gegen unobfuscated Code, wir haben eine Genauigkeit in beide Fälle von 97%. Unsere Code, unsere Methoden ist nicht wird nicht gestört von solcher Verkenntlichkeit machen von Code. Aber es ist nur für diese Obfuscator, das ändert nicht die Struktur und die Funktionalität des Codes. Noch ein Fall ist die Urheberrechtsuntersuchungen. Wir haben zum Beispiel ein Copyleft-Beispiel hier. Es ist Copyleft-Programme sind kostenlos, aber haben immer noch eine Lizenz. Man kann sie modifizieren, man kann sie verteilen, man muss aber sicherstellen, dass die Lizenz noch im Programm beinhaltet ist. In diesem Beispiel würden wir gerne zeigen, dass wir einen Copyleft-Code nehmen und daraus einen Copyright-Code machen. Es gab einen Fall in Nordkalifornien, wo Jackson gegen Cancer. Jackson hat Java Model Railroad Interface Code geschrieben und unter Copyleft License publiziert hat. Die Copyright License hatte das Problem, dass es die Rechte eingeschränkt hat vom ursprünglichen Autor. Jackson arbeitete als Entwickler für Hobby-Modelleisenbahn-Menschen. Er nutzte diesen Code, hat ihn publiziert und hat ein Patent darauf angemeldet. Das Ganze endet dann im Gericht und deswegen. Auch wenn es freier Code mit Artistik-Lizenzen, kannst du nicht einfach das verändern und dann benutzen, wie du willst, und jeder kann
können es einfach patentieren. Das hat irgendwie bewiesen zu werden, dass man es weiter kommerziell benutzen kann. Es wurde in eine Zwei-Klasse-Machine-Learning-Problem. In die erste Klasse haben wir der Copyleft-Code von Jacobson und in die Second Klasse haben wir der Copyright-Code. Und wir werden vergleichen beide, um zu sehen, if der Code wurde nehmen von der andere. If der eine Code wurde nehmen von der andere. Und in diesem Fall haben wir 20 Paare von Autoren. Das heißt, wir hatten 40 Autoren, jeweils mit 9 Daten. Und wir haben versucht, ihre Dateien zu identifizieren. Wir hatten eine Genauigkeit von 99%. In den vierten Fall werden wir schauen, die Autorverifikation. Hier ist die Frage, ist diese Person, der sagt, der diese Code geschrieben hat, ist er wirklich der Autor, ist er der richtige Programmer oder hat jemand anderes geschrieben? Und hier ist es ein Zwei-Klassen-Problem, aber es ist nicht wirklich Zwei-Klassen, weil der erste Klasse ist only Mallory. Mallory sagt, sie hat diesen Testcode geschrieben und wir trainieren on Mallory. Wir trainieren on eine zweite Klasse, das ist eine Kombination von verschiedenen anderen Autoren. Und alle diese sind dieselbe Lösung zu einem Problem. Jeder entspricht derselbe Problem von verschiedenen Autoren. Und wenn wir trainiert an diese zweite Klasse, hier haben wir der Code, das Mallory sagt, dass sie geschrieben hat, und hier haben wir Code von einem Haufen anderer random Autoren. Und in diesem Test, wir haben 93% Genauigkeit in 80 verschiedenen Experimente. Das heißt, 100 verschiedene Benutzer mit 1000 verschiedenen Dateien. Wir wollten auch sehen, der Stilprogramm konsistent ist durch die Jahre, weil wenn ja, wenn wir unsere Datasets bauen, dann können wir einfach Daten von anderen Jahren benutzen. Wir haben die Contestants von 2012 und 2014 und hier ist ein Beispiel, das ist derselbe Autor und das ist ein Random-Beispiel von seinem Code. Hier dieselbe Person in 2012 und dieselbe Person in 2014, Layout-Features, das sieht sehr ähnlich aus. Die Struktur ist sehr ähnlich, die vorkommt am selben Stelle. Wir sehen die lexische Features, wie zum Beispiel die Variablen Name TT, aber in 2014 entscheiden sie sich, TT in Großbuchstaben zu schreiben. Und als Ergebnis, wir würden eben fähig, 24 Autoren zu identifizieren von 2012, die in 2014 geschrieben haben, mit einer Genauigkeit von 88%. Es mag vielleicht ein bisschen niedrig aussehen mit den früheren Ergebnissen von 99, 93, aber in diesem Fall, als wir diese 25 Autoren genommen haben in 2012, könnten wir eine Genauigkeit von 92% Genauigkeit. Es ist nur 4 Punkte Fall in Genauigkeit. Also was wir zeigen könnten im Grunde ist, dass die Zeit... Wir wollten auch zeigen, wie die ganzen Code-Styles aussehen. Zum Beispiel, wenn man einfache Funktionen implementiert und wenn man schwere Funktionen implementiert. Wir nahmen 62 Autoren, die 60 Fragen beantworten können und wir nahmen 7 einfache Probleme und 7 schwere Probleme. Und wir hatten viel bessere Ergebnisse, wenn die Programmierer schwere Aufgaben implementiert haben, als zu den leichten. Was das zeigt, ist, dass der Stil zwischen den leichten und einfachen doch etwas unterschiedlicher ist. Wir wollten noch schauen, ein guter Programmer gegen einen Programmer, der ein bisschen schwacher ist. Und wir sahen, dass Advanced Programmers haben viel mehr eigenartige Coding-Style verglichen mit Coders, die weniger begabt sind. Und die Unterschied ist für 15% hier. Und das zeigt einen sehr, sehr breiten und sehr signifikanten Unterschied in Coding-Style. Für die Zukunft können wir die Quellcode-Erkennung von Autoren können wir es für verschiedene Gebiete benutzen. Als Beispiel, wir können das benutzen, um Autoren von schadhafter Software festzustellen. Wir können offene Software angucken und schauen, wer schadhaften Code submittet und dann darüber die Autoren finden. Wir können
die Autoren finden, die schwachen Code schreiben. Zum Beispiel, wenn es eine Firma interessiert, einen bestimmten Coding-Style interessiert, können sie das ganze Programm darauf trainieren und können dann zum Beispiel das Programm über Git laufen lassen, um das entsprechende Style zu finden. Wir vergleichen unsere Arbeit mit früheren Arbeiten und wir sehen, die Genauigkeit ist viel größer, obwohl der Datenset ist viel, viel größer im Vergleich zum anderen Studio. Das ist unsere Studie, das sind unsere Ergebnisse, 95%, und wir haben 250 Größen, Autoren, Größe der Gruppe. Das zeigt, dass unsere Methoden ist mit der syntaktischen Features ist viel effizienter, und die früheren Methoden haben die syntaktische Feature-Sets nicht benutzt und die waren nicht so gut. Ich möchte mich bedanken bei unseren Kollaboratoren Dr. Richard Harang from US Army Research Lab, Dr. Army Research Laboratory, Andrew Liu from University of Maryland, Dr. Arvind Narayanan from Princeton University, und Fabian Yamaguchi von der Universität von Göttingen. Und ich habe über insbesondere Domain, der Source Code Domain, und jetzt wir sprechen über Cross-Domain, also zwischen verschiedenen Domänen, Xylometrie. Danke. Danke. Also, wie ihr gerade eben gesehen habt, von Marlene's Präsentation gesehen habt, wir sind wirklich gut darin. Wir sind vor allem sehr gut darin in vielen unterschiedlichen Einrichtungen. Wir haben uns ziemlich alles angeguckt, was man ins Internet tut als Community. E-Mails, Chats, Bücher, Tweets, um zu zeigen, wie gut wir da mit solchen Sachen sind. Das hier ist Rahm Emanuel und das ist ein Twitter-Feed. Rahm Emanuel ist ein amerikanischer Politiker, der in Chicago ist und der ist gerade in Kampagne, und er hat seine Twitter-Feed gemacht, um dazu in die Kampagne zu sein. Das ist nicht sein Twitter-Feed, das ist sein Imitat. Dieser Twitter-Feed war geschrieben von einem Mann, der sich dann Sinke nennt. Und es ist ein gutes Beispiel, warum wir brauchen diese Stylometrie benutzen in echte Welt. Wenn wir Twitter-Feeds haben, wir können testen und wir sind richtig erfolgreich daran. Das Problem, was kommt, wenn Dan Sinker didn't have a Twitter-Feed to compare, dann hätten wir ein Problem. Er ist ein Schriftsteller, also er hat einen Twitter-Feed. Aber was wir sonst machen können, wir könnten ein paar Suspekten und wir könnten die Leute der Kampagnen nehmen, und wir hätten some Data, vielleicht keine Twitter-Feeds, vielleicht aber Blogs, Artikel. Wir hoffen sehr, dass wir in der Lage wären, die Autoren zu identifizieren. Mein Hauptproblem mit dem Ganzen ist Domain in Stilometrie. Wir geben ein paar Beispieltexte in einem Bereich und versuchen darüber, einen Autor in einem anderen Bereich zu finden. Die Eigenschaften, die wir dafür benutzen, für die Analyse, sind ein Sack von Wörtern. Das ist nicht wirklich populär, nur in Stilometrie, sondern auch in naturellen Sprachenverarbeitungen. Also wie oft man zum Beispiel ein Wort verwendet. Und eine weitere recht beliebte Eigenschaft ist, sind Buchstaben N-Grams und Wörter N-Grams. Was man auch benutzt, sind Funktionswörter und Haltewörter. Also sowas wie bis dann. Es ist auch beliebt, mehrere Eigenschaften zu einem Eigenschaften-Set zusammenzusetzen, was in sehr vielen Bereichen funktioniert. Das Ganze ist dann WritePrints. Man unterteilt es in Lexical, Syntactical und Inhalt. Auch die Aussprache. Wir können andere Features hinzufügen. Wenn wir bestimmte Bereiche, Applikationen sehen, wir schauen bestimmte Bereiche, wo Leute was schreiben. Wir schauen auch
Wenn du in verschiedene Bereiche schreibst, schreibst du über verschiedene Sachen. Hier haben wir Beispiele dafür. Was wir am meisten studiert haben, sind die Funktionswerte. Also diese Stoppwörter, diese Füllwörter. Die Genauigkeit ist ziemlich gut mit diesen 8 Autoren. Die erste Beispiel davon mit 81% Genauigkeit. 8 Leute haben verschiedene Genres geschrieben. Einfach die Geschichte von Little Rotkäppchen geschrieben. Das ist ein Bereich, in dem wir gesprochen haben. Das ist mehr ein Genre, das ist nicht wirklich ein Domain. Es ist mehr ein Thema. Aber Bücher wurden analysiert in den zweiten Gruppierung und die werden getrennt durch Genre und Thema und Funktionsfüllwörter wurden auch benutzt. Also, ich habe gesagt, dass wir wirklich gut darin sind und das sind wir auch. Wie ihr hier sehen könnt, sieht man, wenn mehrere Bereiche erreichen wir 98% und 99% mit Twitter-Feeds. Und wenn wir Blogs verwenden, kommen wir so auf 93%. Das funktioniert wirklich gut. Die niedrigen Genauigkeiten sind für Chat-Matches und Foren. Und der Grund ist, die Nachrichten sind viel kürzer und wie wir vorhin erwähnt haben, wir brauchen ca. 500 Wörter für gutere Ergebnisse. Das hier ist ein Tweet und ein Blog auf der rechten Seite. Das sind beide von unserer Datenset und geschrieben von derselben Person. Und der Tweet hat ungefähr 3 wirkliche Wörter drin, die richtig geschrieben sind oder nicht mit irgendwas ersetzt wurden. Und der Blog auf der rechten Seite ist recht gut aufgebaut, es hat genaue Punktsetzung, es ist richtig und wenig Rechtschreibfehler. Die Herausforderung hier ist, den Autor herauszufinden, wenn man zum Beispiel so einen Tweet gegeben hat und so einen Blog, zu wissen, welcher Autor das ist und ob die übereinstimmen. Wir haben 500 Blog- und Tweet-Benutzer und wir hatten Twitter-User, die auch Blogs hatten. Wir haben die einfach rausgesucht, indem wir einfach eine Query geschrieben haben mit tweet.com. Und wir haben einfach so die ganze Daten gesammelt. Für Reddit-Comments und Tweets gibt es ein Subreddit, wo Leute ihre Twitter-Handles posten, sodass sie mehr Verfolger haben. Und es war sehr, sehr einfach, aus Reddit die ganze Twitter zu bekommen. Wir wurden ungefähr 38 Benutzer, wir haben ungefähr 38 Benutzer, aber das war einfach ein Beweis, dass unsere Methode funktioniert. Mögliche Lösungen für das Ganze sind, wenn man sich Writeprints anschaut, wie ich gerade eben vorgestellt habe, man macht so viele Feature-Sets und hofft, dass es funktioniert. Die zweite Möglichkeit, das zu lösen, ist, man wählt sehr, sehr vorsichtig aus, welche Eigenschaften man benutzt, zum Beispiel Füllwörter und wie andere das schon gemacht haben, oder wir können das Ganze als unsere eigene Methode Doppelgänger Finder bringen. Das hier sind die Ergebnisse für Blogs, Tweets, Reddit Comments und wir haben da 2 Datensätze, die wir unterschiedlich gesammelt haben. Wie ihr hier seht, sind wir wirklich gut darin. Die Linken sind. Aber im Allgemeinen sind wir richtig gut da drin. Die grünen Linien sind die Ergebnisse durch verschiedene Bereiche. Es gibt einfach einen großen Verfall der Genauigkeit, wenn wir trainieren an Blogs und wir testen an Twitter-Fix oder wir trainieren an Reddit-Comments und testen an Twitter-Fix. Also wir haben richtig schlechte Ergebnisse da, wenn wir die ersten 2 Methoden und Funktionswörter benutzen, selektieren zum Trainieren von Methode. Doppelgänger-Finder ist ein Algorithmus, das war präsentiert, es war erzeugt, um Benutzerkonten zu finden, die doppelt angelegt sind. Und was wir versuchen hier ist, wir wollen durch den Web bestimmte Konten miteinander verbinden. Diese Methode funktioniert, wir kalkulieren die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Autor ein anderer Autor Dokumente geschrieben hat. Für jede Paar von
Fondateur, es kombiniert die Probabilität und jede Probabilität über einen bestimmten Niveau sagt, es ist dieselbe Person und wenn nicht, es ist angenommen, es ist die andere Person. Zum Beispiel haben wir Autoren, Autor A, und wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass Autor A und Autor E und die Wahrscheinlichkeit, dass Autor A Autor F Dokumente geschrieben hat und jede Probabilität, jede Wahrscheinlichkeit, wir schauen eine gewisse Grenze und diese Wahrscheinlichkeit drunter oder drüber, das können Sie alles nachlesen in GitHub. Und es ist auch am Ende der Präsentation, falls ihr das verpasst habt. Es war uns möglich, das Ganze anzupassen, um das Ganze in unterschiedlichen Bereichen zum Funktionieren zu bringen. Hier hatten wir das Problem, dass wir A, B, C, D vergleichen mussten. Hier mussten wir aber nur A, E, F und G und H vergleichen, weil die in unterschiedlichen Bereichen sind. Also das gibt uns einen kleinen Vorteil im Algorithmus, und wir müssen nicht diesen Grenzwert benutzen, um die Wahrscheinlichkeit zu ausrechnen. In einem offenen Weltbeispiel hat man das Problem, wenn ich mir nicht sicher bin, dass A gleich B ist, und dann selbes Problem nochmal. Hier haben wir die übergreifende Erlebnisse für Blog und Twitter Datasets. Die grüne Linie unten, wo die grüne Linie sind auf die Slides, das ist sehr, 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 sehr schlechte Ergebnisse. Domainübergreifend. Und die blaue Linie ist die In-Domain-Ergebnis und die rote Linie ist diese Doppelgängerfinder. Also wir wurden ziemlich fähig, die Genauigkeit nochmal so hinzubekommen, indem wir die Doppelung gefunden haben. Und dann die Begrenzung der Doppelgängersuche. Als erstes, man braucht recht viel Text, auch in den Dokumenten, wo man seine Maschine trainiert. Also man braucht zum Beispiel 500 Wörter auf jeden Fall. Und weiter, es ist für einen bestimmten Fall gedacht, nicht um Accounte zu verbinden. Die natürliche Frage, die dabei aufkommt, ist, was ist, wenn ich versuche, den Autor von einem Twitter-Feed zu einem Blog zu linken und ich habe sehr viel Blog-Posts, aber und habe sehr, sehr wenig Twitter-Feeds. Sollte ich dann den Twitter-Feed-Daten benutzen? Und die Antwort darauf ist, wenn ich die Twitter-Daten habe, sollte ich sie benutzen. Ihr könnt den ersten Punkt da auf dem Bildschirm sehen. Der erste Punkt sind die Twitter-Daten und der erste Punkt sind Blogposts und wir kriegen einen hohen Sprung in Genauigkeit, wenn wir ein paar Twitter-Daten haben zu gar keinen Twitter-Daten. Deswegen solltet ihr Twitter-Daten benutzen. Offene Probleme, die es noch gibt, sind zum Beispiel sich andere Lösungen für das Problem anzugucken, wie man zum Beispiel. Und wir schauen auch das Problem von Thema gegen Stil. Wenn du ein Blogger bist und wenn du ein Redditor bist und wenn du ein Twitter bist, das sind einfach andere Stile. Was ist, wenn du ein Reddit accounts und du schreibst in verschiedene Subreddits und verschiedene Themen? Können wir dich trotzdem identifizieren, obwohl du nicht über dasselbe Thema schreibst. Aber was wir auch haben, sind andere Applikationsbereiche. Und die Frage ist, können wir ändern, wie ein Testdokument sich fühlt, damit es sich mehr wie ein Training-Domain fühlt? Wir haben Twitter zum Beispiel. Können wir es so machen, dass es ein bisschen mehr wie Plaintext aussieht? Ändern wir das zu sehr? Oder das ist wirklich eine offene Frage, nicht leicht zu antworten. Also das Schwierige ist, Anonymität ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer, diesen Methoden zu entkommen. Es ist nicht darüber, was man schreibt, sondern eher, wie man es schreibt. Also wenn man so Sachen machen wie, man sollte also gucken, dass man, wie das Ganze aussieht, was man schreibt. Und selbst wenn du Tor benutzt, können wir dich darüber identifizieren, durch deinen Schreibstil. Es ist also nicht nur ein Problem, sondern auch echt eine Bedrohung für die Privatsphäre. Wir sind
wirklich, wirklich gut darin, das Ganze auch in Zwischenbereichen zu identifizieren und nicht nur in einem Bereich. Also nachdem das Ganze weg ist, was könnten wir machen, um dagegen vorzugehen? Im Moment entwickeln wir ein Programm Anomaus, was hilft bei einem Textschreiben hilft, sich selbst zu anonymisieren. Im Hintergrund läuft das Ganze, um sicherzustellen, dass du nicht dasselbe Autor bist. Es ist noch in Bearbeitung und es könnte noch, er braucht noch viel Arbeit, noch viel Feedback. Und wenn jemand Lust dran hat, mit rumzuspielen, GitHub-Link ist unten. Ihr könnt uns gerne anschreiben und wir würden uns freuen. Und vielen Dank fürs Zuhören für uns drei. Und vielen Dank zu Travis Deco und David Frothaus. Und habt ihr noch Fragen? Well, thank you very much. And now we have about 20 minutes for questions. Yeah, feel free to occupy the phones. We have microphones. And well, we'll start with number three. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage über den Bereich. Habt ihr versucht, eure Eigenschaften mit Metadaten anzuhäufen, zum Beispiel mit Links, die benutzt wurden oder sowas? Also, kann ich schreiben? Ja. Wir haben geschaut, Twitter insbesondere, weil es gibt einfach so viel Metadata in Twitter und wir haben gefunden, wir können die Twitter-Ergebnisse ein bisschen verbessern. Aber im Fall von Domainübergreifen, es hilft nicht wirklich. Aber unsere Twitter-Ergebnisse sind ziemlich beeindruckend mit über 95%. Habt ihr irgendeine Idee, warum das so ist? Meine Erwartung wäre, dass es ein sehr guter Fingerabdruck wäre für jemanden, wann eine Person was schreibt oder wie viele Links dann so in einem Text sind. Okay, wir haben keine Data, wir haben das nicht gesammelt für Posts, für Blogs, wir haben keine Analyse damit gemacht, wir haben geschaut, Hashtags, Tags, Links, die Hashtags, die Tags, die sagen nicht wirklich über Blogs und für Links, ich glaube nicht, es gibt genug Ähnlichkeiten, um da wirklich die Genauigkeit zu verbessern. Vielen Dank. Nummer vier, bitte. Ist Anonymous limitiert auf Englisch oder ist es unabhängig von der natürlichen Sprache, die verwendet? Also ich denke, das aktuelle Implementierung ist auf Englisch limitiert, aber es wäre nicht sehr viel Arbeit, um das zu verbreiten, zu aufbreiten auf Deutsch zum Beispiel. Wir haben eine Struktur, wir haben es ist nur eine Frage von hinzufügen ein paar Tweaks zu der Interface. Für mehrere Sprachen, was du machen musst, ist erhöhen die Analysis Engine, damit Funktionswörter, Füllwörter für diese Sprache hinzugefügt werden. Das ist vielleicht ein bisschen mehr schwierig bei asiatischen Sprachen, die brauchen Segmentation Engine für das. Aber davon abgesehen, es sollte nicht so schwierig sein. Wie ich gesagt habe, du kannst bereits die Analyse benutzen für manche Sprachen, aber momentan der Frontend bietet das nicht an. Gibt es eine Abstraktion im Code jetzt? Es gibt eine Schnittstelle. Hey. Vielen Dank für den Vortrag. Es ist ein cooles Thema. In dem ersten Hälfte des Vortrags wart ihr darüber reden, wie ein Source Code analysiert und so weiter. Und ich versuche gerade zu verstehen, dass eins eurer Ergebnisse, dass eure Eigenschaften nichts wirklich mit dem Code haben, zum Beispiel mit Einrückungen oder sowas, sondern eher mit Quellcode oder, und warum seid ihr limitiert zu Quellcode? Kann man
auch. Ja, das ist richtig. Das war das erste Mal. Wir haben versucht, die syntaktische Feature Set, weil es wurde noch nicht vorher probiert. Und wir erst wollten wissen, falls unsere Intuition richtig ist. Aber jetzt mit C++ haben wir gesehen, das funktioniert richtig gut. Und solange wir einen Parser haben, um die Struktur des Programms zu extrahieren, es wird wirklich helfen. Also wir wollen unsere Methoden auf verschiedene Programmiersprachen erweitern. Und wir wollen auch binär vergleichen. Das ist der nächste auf unserem Programm. Aber das nächste, was wir jetzt machen können, wir können diese Programme kompilieren und wir können sie direkt die Genauigkeit zwischen binär und kompiliert. Ich denke, ihr wisst das, aber es ist ein wirkliches Problem, dass man zum Beispiel Schadcode einfügen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. So you've said that, okay, ihr habt gesagt, ihr habt Code von CodeGem benutzt, um das Ganze zu analysieren, ob das Ganze funktioniert mit Quellcode. Habt ihr Makros rausgestrichen? Weil, soweit mir bekannt ist, wir benutzen viele diese Teilnehmer Makros, um das Ganze leichter zu machen. Und es sind meistens irgendwie so 20 Zeilen von Makros. Wenn ihr das nicht gemacht habt, hättet ihr das vergleichen können, aber es ist derselbe Code. Wir haben die Makros gesehen. Wir hatten ein Layout nur für Makros und auch und Parser geht eine Funktion nach dem anderen. Also meist die Makros wurden einfach rausgenommen von der Informationsstruktur. Also wir haben das getrennt gehalten. Wir haben versucht herauszufinden, gibt es Similarität und wir haben nicht so viele gesehen. Aber falls wir weitergesucht hätten für diese spezifische Sachen, hätten wir vielleicht mehr Ähnlichkeiten. Das ist ein gutes Kommentar, ich werde das nochmal rausschauen. Und meine zweite Frage ist, habt ihr herausgefunden, dass bei schweren Problemen eure Genauigkeit von Kontrollieren könnte das daran liegen, dass es ein Artefakt, dass es weniger Lösungen für schwierige Probleme gab und deswegen gab es weniger Autoren für das Ganze? Oder hattet ihr mehr? Es gab ja mehr Autoren, die Lösungen für einfache Probleme geschrieben haben und es gab weniger, die Lösungen für schwere Programme geschrieben haben. Der Dataset-Größe war immer der dasselbe, sodass wir vergleichen könnten. Ihr habt das Ganze also in schwere und leichte Probleme unterteilt mit derselben Größe? Ja, das war eine totale Zufallsselektion, damit wir sicher sind, dass es wirklich repräsentiert echte Szenarien dienen. Vielen Dank für den Vortrag, es war wirklich interessant. Danke. Number two, please. Es gibt da ein Zitat. Habt ihr versucht, das zu übersetzen durch einen Google Translator oder so, um zu sehen, ob es nicht lost in translation geht? Ja, vor ein paar Jahren hatte ich ein Projekt. Können wir einfach das Geschriebene übersetzen in Deutsch, übersetzen in Japanisch und dann nochmal zurück übersetzen? Und wir würden das gemacht machen mit verschiedenen Übersetzern wie Google Bing oder Language Reroute und ein paar andere. Und wir haben gesehen, in den meisten Fällen, abhängig von der Qualität der Translator und diese besondere Sprache, wir würden tatsächlich fähig, diese Leute zu identifizieren mit einer Augengenauigkeit. Aber die Qualität der Übersetzungsprogramme und eine bestimmte Sprache hat einen großen Einfluss hier, die wir beobachten konnten. Ich meine, je länger der Weg ist, durch den man übersetzt,
hat man am Ende doch das Problem, dass es fast unerkenntlich ist. Wenn jetzt jemand versucht, so ein System zu vermeiden, das Ganze 20 Mal zu übersetzen und das Ganze dann am Ende nochmal das Ganze zu korrigieren über, mit Rechtschreibung und Grammatikanpassung. Wie oft habt ihr das denn getestet? Also wie oft habt ihr das gemacht, bis es in der originalen Sprache wieder war? Also wir haben etwa drei Runden gemacht, Deutsch, Japanisch. Aber es gibt Leute, die gezeigt haben, die bis zu 20 Übersetzungen gemacht haben. Je mehr Übersetzungen, je mehr unmöglich es war, die Leute zu identifizieren. Aber andererseits, dieser semantische Kontext war total verloren. Es gab keine Bedeutung mehr in dem Text. Eine Sache, die wir gesehen haben, ist mit dem Anonymous-Programm, wenn wir es Satz für Satz übersetzen, zu verschiedenen Sprachen und zurück übersetzen, aber wir die Übersetzungen, die Leute können diese anschauen und sehen, welche, die hatten mehr Anonymität. Die Leute können aussuchen, welche Übersetzung am meisten Anonymität hatte, aber trotzdem die Bedeutung weitergegeben hat. Ich wundere mich, ob es das Ganze nur in eine Richtung geht. Damit meine ich, wie weit. Was ich damit meine, wie nah seid ihr daran, einen Originalbrief von Angela Merkel zu schreiben oder ein Stück von Shakespeare? Also produzieren von Text ist viel, viel schwieriger wie analysieren von Text. Das ist ein PNP-Problem. Ich denke nicht, wir sind... was wir machen könnten, ist wahrscheinlich jemand helfen, einen Brief zu schreiben, dass dieses Style imitiert, eine Kollaboration mit jemand, der das macht, könnte funktionieren, aber das zu automatisieren wäre viel schwieriger. Yes. Also kann es benutzt werden, um jemanden darzustellen, ja. Ich habe sogar zwei Fragen. Meine erste wäre, wird es sowas geben wie Animaus für Code? Ja, das ist verfügbar on Git, aber ich habe noch nicht diese Lizenzierung gemacht. Aber falls du damit spielen willst, dann kannst du damit spielen. Ich werde diese Dokumentation, diese Lizenzierungsthema angehen, sobald wie möglich. Was sie sagt, dieser Analysecode, wir haben noch keine Analyse für Source Code. Nein, wir haben keine Analyse für Source Code. Du kannst Anonymous benutzen, das funktioniert wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad. Du kannst das ein Feature Request machen. Und meine zweite Frage wäre, wenn ihr das Ganze versucht habt zu vergleichen, also verschiedene Quellcodes, habt ihr auch versucht, das Ganze zwischen verschiedenen Sprachen zu vergleichen? Oder habt ihr das Ganze nur in C++? Wir haben nur mit C++ gearbeitet in diesem Fall, weil unsere Parser war nur für C++. Sicher, aber glaubt ihr, dass es möglich ist, das Ganze auch über verschiedene Sprachen zu machen? Also wo die Programmiersprachen unterschiedlich sind? Naja, jede Programmiersprache hat eine Struktur, hat eine Syntax. Es kann eventuell zu anderen Sprachen übertragen werden. Aber das müsste schwierig sein. Wir müssen das testen. Ich wollte die Frage stellen, die der mein Vorgänger gestellt hat. Deswegen wollte ich nur sagen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Okay, I have some questions from IRC. Okay, ich habe ein paar Fragen vom IRC. Die erste war von Kayser versus Jacobson. War von Kayser versus Jacobson, wo er den Vergleich zwischen dem offenen Code hat und dem lizenzierten Code hat. Und die wollten wissen, wie ihr den Source Code von dem Copyrighted Code bekommen habt oder ob es. Wir haben es nicht verglichen, weil es ist Copyright Code. Also wir haben nicht versucht, den zu bekommen, weil es ist nicht öffentlich.
Es war nur ein Beispiel. Es war nur ein Beispiel. Nummer 4. Vielen Dank für den tollen Vortrag und dass ihr die Anonymous-Lösung am Basteln seid. Es wäre ein bisschen angsteinflößend, wenn man es nur zum Identifizieren von bösen Leuten benutzen würde. Wäre das Programm, kann man Leute identifizieren, die Anonymous benutzt haben? Und wie viele Leute benutzen denn Anonymous? Also ich weiß nicht, wie viele Leute Anonymous benutzen. Wahrscheinlich nicht so viele Leute, weil wenn du versuchst zu benutzen, ist es ziemlich schwierig zu benutzen. Aber ich glaube auch nicht, if Anonymous benutzen selbst würde eine Signatur hinterlassen. Ich denke schon, es ist meine Vermutung, unser Experiment war, wir haben Leute gesagt, die sollen einen Stil imitieren und ihr eigenes Stil verstecken mit Anonymous, aber wir haben keinen Klassifizierer gefunden, die Leute erkennen, die das gemacht haben, von den Leuten, die das nicht gemacht haben. Für mich scheint es nur so zu sein, wenn, wenn es um mehr ging. Die Menge der Sicherheit, die man wann es anfangen würde, Sinn zu machen, das Programm zu machen. Und deswegen würde es mich interessieren. Ich gebe zu, es wäre schön. Hi, yes. Many development houses and viele Firmen benutzen Style Guides und Code Guides, die zum Beispiel vorschreiben, wie man seine Satzzeichen setzen muss, seine Leerzeichen. Habt ihr das? Habt ihr auch darüber nachgedacht? Leute müssen die Funktionalität in einer limitierten Zeit implementieren. Sie haben Dinge benutzt, die sie natürlich benutzen würden, und sie haben ihren eigenen Stil ausgedrückt, weil die hatten einfach eine Zeitbegrenzung. Aber wenn sie denken, dass ihr Ziel einem bestimmten Format folgen müssen, das macht alles mehr ähnlich und das wäre sogar schwieriger, wenn die ein Style Guide folgen. Es wäre sogar schwieriger für die Erkennung. Aber es gibt keine Möglichkeit für uns, das zu sagen, ob sie ein bestimmtes Style Guide gefolgt haben oder nicht. Wir hatten einfach. Was wir sagen können, es hängt von dem Style Guide. Wir wissen die Features, die wir benutzt haben. In der Obfuscation, wenn der Style Guide sagt, so Leerzeichen und so müssen beachtet werden. Dann würde nicht sehr relevant sein. Aber es hängt an bestimmten Style Guide. But we don't have any data to suggest that. Right. But wir haben keine Daten, der das unterstützt. In den meisten Firmen, wenn eine Pull Request stellt, wird man meistens angemotzt, dass das irgendwie nicht stimmt, und deswegen würde mich gerne interessieren, ob sowas möglich okay. wäre. Hello? Yeah. I think we are going to take the last three questions. Wir werden noch drei Fragen und dann Schluss machen. Wenn wir durch sind, wir gehen zum Cafeteria. Wir werden uns hinsetzen da an einem Tisch und da könnt ihr kommen und uns Fragen stellen. Okay, die nächste Frage aus dem IRC wäre, wie steht es denn mit mehreren Autoren, wenn es ein offenes Softwareprojekt gibt? Wie gut kann man Autoren dann identifizieren? Wir haben noch nichts etwas mit Source Code, die das betrachtete. Wir schauen uns gerade verschiedene Es ist ein ähnliches Problem. Wir haben präliminäre Ergebnisse. Wir folgen einfach unserer Arbeit weiter. Wir werden demnächst was veröffentlichen. Ja, die präliminäre Arbeit war interessant. Okay. Number two. Meine Frage ist recht ähnlich. Ist es möglich, ist es möglich festzustellen, ob ein Text bei einer Person geschrieben ist oder bei mehreren Personen? Dieses Problem, ein erster Schritt, um dieses Problem zu lösen, es ist etwas, wo wir aktiv daran arbeiten, aber wir sind noch nicht so weit.
funktioniert das Ganze in unterschiedlichen Bereichen auch mit unterschiedlichen Sprachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Mailingliste in Deutsch schreibe und in einem Forum in Englisch, ist es euch möglich, das Ganze zu identifizieren? Ist es möglich, den Stil über unterschiedliche Sprachen zu matchen? Du kannst ein Feature-Set benutzen, der nicht von der Sprache abhängig ist. Du kannst auch das in Code übersetzen. Es gibt ein englisches Feature-Set und wir können schauen, was besser funktioniert. Ich denke, übersetzen ist wahrscheinlich das Beste wäre, die beide Sachen zu übersetzen und beide Analysen in jede individuelle Sprache machen und dann zurückverfolgen, weil die Übersetzungen, es ist schwierig, die Füllwörter sind anders für jede Sprache, also das muss man schon übersetzen, bevor man vergleicht. Okay, ich danke, das war's dann, vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr auch wiederkommt. Das war Source Code und domainübergreifende Authorship.